Ihr Lieben, ihr seht ein neues Gesicht. Ich habe den Chris bei mir. Der Chris ist unser Umschüler in Saarbrücken und fabelhafter Pokémon-Spieler. Und wir gönnen uns mal gemeinsam ein Display. Bis gleich. Hallo ihr Lieben, bevor ihr jetzt unser neues Video schaut, möchte ich ganz kurz die Zeit nutzen und ein bisschen Werbung machen. Ihr kennt unseren Partner AOG, bei dem eure Karten in die besten Cases überhaupt kommen und perfekt behandelt werden. Mit dem Rabattcode BATTLEBEAR bekommt ihr dort auf die Kategorien Grading und Zubehör 5%. Nutzt den Code oder bringt eure Karten zu uns in den Laden, und dass wir sie dann für euch zu AOG schicken. Und ja, danke fürs Zuschauen. AOG for life, let's go. Einen wunderschönen guten Tag, was geht ab ihr Lieben? Ich habe den Chris bei mir. Servus. Wie gerade eben schon im Intro kurz erwähnt, der Chris ist unser Umschüler in Saarbrücken. Der erste Umschüler-Azubi, der auf meinen Namen läuft. Endlich. Ich bin so stolz auf dich. Enttäusch mich nicht. Wir machen gemeinsam ein Display, machst gerade im Zwielicht auf. Magst du wild ziehen oder willst du jeder streng eine Hälfte? Boah, wie du willst. Also ich du darfst entscheiden, weil das ist dein Debüt hier. Machen wir einfach mal Hälfte, Hälfte. Okay, und da du ja hier der Gast bist in dem Studio, links oder rechts? Rechts. Okay. Ich sehe es schon kommen, ich habe wieder gleich gar nichts. Und der Chris alles. Grundsätzlich geht es hier ja bei uns auf dem Kanal um die Leidenschaft. Bedeutet, wir machen locker auf und machen dann den kleinen Kartentrick. Code auf die Seite. Und machen das ganz gemütlich. Ich habe aufgrund dessen, dass es bei Twitch so ruhig ist, aktuell noch gar nicht viel aufgemacht. Bedeutet, ein bisschen heiß bin ich schon. Ein Nigiragi, ein Kolossand. What the hell? Haben sie Rosana in ein Flug-Pokémon verwandelt, oder? Was ist das? Mit Lippenstift, oder? Nee, hier, das Fokus. Ist der neue drei Gegner. Drei Gegner von? Vom neue DLC, vom vorletzten DLC. Okay, check. Bissel in die Mitte. Orientierst du dich immer so am Battlebear-Symbol. Ah, ja. Und darfst durchaus auch zu reden zu dem Booster. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die Namen der Pokémon zum Beispiel. Umrang-Energie. Palimpalim und... Ah, geht sogar noch. So, der Big Kid ist nach wie vor das Quachuzo, denke ich. Ja. Quachuzo, Hanna... Und Hanna ist Joe. Trainer, oder was? Genau, Hanna und Joe. Delvinade, Juju, Magnaien, komm schon, ich brauche Hit. Flampian und ein Benesaru. Benesaru, genau. Wasserenergie. Ich wünsche mir die alten Pokémon zurück. Warum? Die neuen sind doch echt noch gut. Find ich nicht? Ich bin noch nicht angekommen bei Karmesin und Purpur, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde die Karte mit... Guck mal, was du da machst, man sieht das nicht schön. Ja, Entschuldigung. Rollum. Skelabra. Da ist doch schon mal ein kleiner Hit. Vater Licha. Ja. Da sind Sleeves. Ja. Und bitte einmal eintüten. Die YouTube-Zuschauer sind da echt pingelig, was Eintüten betrifft. Ein Knattox, ein Luxio. Nein, ich bin bei Karmesin und Purpur immer nicht angekommen. Ein Fulipurba. Ein Lumispross und ein Katapultrei-Ex, da ist doch auch mal was für mich. Was sagst du diesem Announcement, dass da ein neues Rocket-Set kommt nächstes Jahr? Ich freue mich drauf, weil vielleicht wird es mal wirklich ein richtig gutes Set. Du musst auf jeden Fall ins Mikro sprechen. Entschuldigung. Also ich hoffe, dass es voll des Knallers wird. Oh, hast du was Gutes? Ja. Er spoilert sich. Nee, es ist aber rüber gerutscht. Okay. Entschuldigung. Guck mal da, es rutscht aber rüber. Delfinator, Nigiragi, der Apfel. Oh, sehr schön. Geil. Das ist, die ist ja eher aus dem, was ist denn das für ein? Diese komische Kaffeetasse. Ja, kannst du mal ein bisschen hochhalten, wenn du willst noch? Nee, die Richtung. Ah, oh, schönes Ding. Ich kann es auch nicht halten, so. Ist egal, bleibt mal alles noch. Guck mal da. Also das Rocket Set wird, glaube ich, so wieder so ein Knaller-Set für mich. Da werde ich mal wieder ein Master-Set anstreben. Vom Rocket Set? Ja, ich glaube schon. Oha. Ich hatte Doppelcode. Ist die Frage. Jetzt mache ich den davor. Ist dann alles richtig oder ist alles falsch? Okay, wir starten mit einer Energie. Ich bin gespannt. Ein Blip. Ein Knapfel.
Eine Lichtel, ein Örgel, Sonflora, Boomerang-Energie, ein Chinux, Schneckmark. Der ist für euch. Oh wow. Dachte, jetzt kommt was Besonderes. Falsch. Eine Psycho-Energie. Rollum. Kebutak. Purenta. So halten. Quirtle. Sonflora. Maske. Spezialhammer. Iguana. Girafrik und ein Arcani. Aber du spielst auch sehr viel, ne? Ich spiele sehr viel. Also mehr Spieler wie Sammler, oder? Ja, das sowieso. Also ich spiele mehr, als ich sammle. Ich weiß nicht, sammeln ist nicht so meins. Okay. Vom Spieler hat man halt mehr. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich habe vom Spielen vor allem eins mehr und das ist Leid. Weil ich es hasse zu verlieren. Darum sammle ich, glaube ich, mehr. Pixie? Oh nein, Eisenblatt. Das gefällt mir sehr gut mit diesen ineinander verlaufenden Farben. Finde ich echt geil. Das sind schöne Karten. Ja, die Zukunftskarten sind schon schöne Karten. Naja, weil ich spiele lieber als sammeln, weil es macht halt mehr Spaß, wenn man halt mehr zum Spieler hat. Sir Apfel, Störturm, Glaziola, Chimpep, Volona und ein Zapdos. Aber die besten sind immer noch die ersten 151. Welche Stufe würde ich nicht sehen, oder? Ich bin Smaragd. Smaragd, okay. Aber auch nur, weil ich sie gespielt habe, bis zum geht nicht mehr. Bis Smaragd war ich halt fast schon wieder raus. So rein kindlich gesehen. Ich bin bei der Gold komplett raus. Also ich hab alle Editionen gespielt. Ich habe mit der Gelb angefangen damals. Das Gelb? Was war die erste? Beste. Rot, nee, Blau, ich habe mit Rot angefangen. Gelb. Mit Rot habe ich schon was angefangen. Und dann bin ich halt zu Gelb gegangen. Die habe ich durchgespielt bis zum geht nicht mehr. Da habe ich die. War es Silber? Silber, genau. Silber und Gold. Silber habe ich dann so 2-3 Mal gespielt und hat mich aber nie wirklich abgeholt. Es war dann so, ja. Simsala. Es war dann so, ja, es war okay. Aber es hat mich nie wirklich extrem abgeholt. Und dann kam halt Rubin Saphir. Und die haben mich halt komplett. Okay. Shinox. Pipi. Ariados, begleitende Flöte, ein Sabayone, ein Wutpilz. Simsala. Oh, sehr schön. Sinius. Trainer Full Art. Schönes Ding. Schönes Ding. Pflanzenenergie. Fukano. Quapsel. Griffel. Flampiano. Sandama. Eisenbündel. Lucian. Illumise, oh, hit, Vulcano und Ogapon. Geil. Die Maske. Oh Mann, irgendwann kriege ich noch hin. Das ist Übung. Du sitzt ja das erste Mal hier gerade. So, jetzt wird es aber Zeit, ich will auch nochmal. Feuer, ein Voltrell, Lumispross, Gymsticks, ein Enesat, Wutpilz, Ambidiffel, Käfersammler-Set, ein Groldra, Knattox. Sehr schön. Ursaluna EX. Ein Bär für den Bär. Sehr gut. Und eine extrem starke Karte zum Spielen. Echt? Ja. Die ist das neue Glurak. Es gab ja das Shiny Glurak, was jeder gespielt hat. Jetzt wird die gespielt. Einfach nur, weil sie halt keine Feuerenergie braucht. Okay. Chanera, Pandra, Kapuzzi, Tangel, Gemeindehaus, Eisenbündel, Volimonas, Ampedippel. Sanflora. Die ist sehr schön. Oh ja, das ist eine richtig schöne Karte. Ich glaube, das könnte Michael seine Lieblingskarte sein, weil der liebt ja Sonnenblumen. Und ein Dinglo. Die ist sehr, sehr schön. Die Artfürs allgemein sind sehr schön aus dem neueren Set. Die sind richtig schön. So. Volbeat, Luxio, Goldini, Milotic, Gema, ein Sir Apfel, Wambitz. Komm schon. Oh wow, back to back. Die verfolgt mich. Kann das denn? Die verfolgt mich. Beatori. Verfolgt mich. Psycho. Krebskor. Chimpet. Iguana. Normifin. Flampian.
Hanna, die in SAR ist halt richtig schön. Das ist eine richtig schöne Karte. Kommt hier noch bei mir. Ich habe noch Zeit. Svaronis, Eboli, Pipi und dein Lieblingsvogel. Ich habe jetzt schon... Das ist wie so eine Phobie, die ich hier gerade entwickle gegen das Pokémon. Kriegst davon Albträume die Nacht. Yes. So, Emolga. Komm schon. Hanna. Panpyro. Stolos. Pixie. Küchenchef. Paragoni. Voluminas und ein Dinglu. Komm schon, Hanna. Ich habe noch 9. Ne, 2, 4, 6, 8. Ah, ich habe mich gespoilert. Basisenergie. Shinux. Pipi. Knattox, Volbeat, Sympaball, Serapentra, Wampitz, Emolga, Rosana und Buninu. Das ist einer von, also die drei mit dem Vogel. Okay, check. Und der andere Affe, die gehören dazu. Die waren die Helden im DLC, aber eigentlich waren sie Bösewichte, die die Maske vertrieben haben. Okay. Nö, ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe es angefangen, ich fand es auch ganz gut, aber sie packen mich nicht mehr. Irgendwie, Sonflora, schaffen die es nicht mehr, mich so in den Bann zu ziehen, dass ich das durchsucht. Simsala. Wasserenergie. Verwalter. Jungspross. Laternecto. Morcha. Ne, doch Morcha. Bumpitz. Relaxo. Tracy. Sonnenkern. Und, ja, die Entwicklung. Also aktuell sind wir bei 7 Hits. Das ist noch ein bisschen wenig, finde ich, für Display. Da muss schon noch was kommen hier. Rosanna, wie sind denn die Hits aktuell so? Was sagt denn die Community? Zu der Pullrate, oder? Ja. Es ist gespalten. Es gibt halt Leute, die haben viel gepullt und Leute, die haben halt, also es gibt mindestens immer so 13 Hits. Beispiel ein Kumpel von mir hatte, glaube ich, letztens eine SAR, eine Gold und noch 5 Art Rares. Und noch ein paar EX-Karten. Also von 13 Hits wären wir aber noch weit entfernt. Ja. Also da sollte noch ein bisschen was kommen. Luxio. Goldini. Goldra. Sankabu. Flöte. Boomerang-Energie. Sabonio. Und... Oh, der unfaire Stempel. Oh, der ist gut. Der ist extrem spielstark. Die sind eh schön. Ja, die Ace-Back-Karten sind eh, wenn man... Irgendwann kriege ich es hin. Ich finde die halt wunderschön. Ja, sind sie. Diese Foil-Effekte. Next one. Jetzt bin ich. Komm, jetzt hat er schon 5 Hits und ich nur 3. Evoli. Ein Girafarik. Froxy. Boomerang-Energie. Moira. Delphinator. Oh, geht doch! Die Überlebensschiene. Die ist gut in Lugia weg. Nasknet. Ein Scalabra. Kampfenergie. Die Pikulente. Volona. Tromborg. Emolga. Fulipova. Knattertox. Gortrom. Knapfel. Laternecto. Und Kupitos. Toll. Tolles Pokémon. Wie auch immer das. Kupitos? Ja. Besser wie der Vogel. Nee. Psychoenergie, ein Abra, Panzereron, ein Knärpfel, Schnäppke, Störturm, ein Glaziola, Sandamer, Voltrian, da kommt was. Ein Ogepony X, und welches? Fundamentmaske. Die Fundamentmaske. Feuerenergie, Barschwa, Vulpix, Evoli, Girafarik, ich habe auch noch, doch auch 4. Gemma, Milotic, Ariados, Relaxo, Skumpa und Delfinator. Du, ja, aber wir haben eine SR gezogen. Das ist ja, aber ich nicht. Schneckmark, Knäpfe, Flauschling, Juju, Glückshelm. Komm schon, bring mir Glück. Pikulente, Lichtel und... Stahlenergie. Amphizel, Illumise, Knapfel, Nasknet,
Handventilator, den kann man gebrauchen im Sommer. Den brauche ich gleich. Morpeko, Meistergriff, Verwalter, Quapsel und Ogapo. Drittletztes Pack. Komm schon, Danny. Komm, Wasser. Stolrak, Panflam, Pinsir, Fione, Eisenbündel, Lucian, Flampian, ein Sir Apfel, ein Dinglu und Kubitos. Basisenergie, Froxy, Paragoni, Schneckmack, Plip, Jo, der ist auch ein SR, richtig schön. Oder Full Art. Urgel, Nikiragi, Scaraborn. Okay. Sollen wir tauschen? Die letzte beiden. Nein, auf keinen Fall. So Sachen mache ich nicht. Das, Nö. Hier. Lichtel. Pfiffchen. Flabebe. Braktibalk. Eisenbündel. Ein Festplatz. Ein Florges. Blip. Ein Knapfel. Unter den ganzen Apfels. Sehr schön. Sehr schönes Ding. Wie ein Suchbild. Sehr schöne Karte. Und Doppelhit. Ich glaube, Doppelhits gibt es fast gar keine mehr. Ja, die haben die echt stark runtergeschraubt, leider. Okay. Knapfel. Ja. Die haben leider die Doppelhits fast komplett runtergeschraubt. Also es gibt sehr selten nur noch Doppelhits. Also. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Aber irgendwie haben sie gedacht so, boah, nee. In den letzten paar gab es so viele Doppelhits. Das lassen wir jetzt lieber, ne? Heatran. Okay, du hast 5, 6. Ich hab 3, ich hab auch 6. Die Last Pack Magic entscheidet. So. Jetzt. Jetzt noch eine schöne Goldkarte. Scheppert's mir noch richtig hier. Ich weiß ja, warum ich in dem Set nichts ziehe, weil es kein Chlorax-Set ist. Das ist mein Problem. Toxibit. Stolunior. Ein Sandan. Die Hanna. Swaroness. Wumpitz. Komm schon. Weberak. Froxy. Gucken wir mal bei mir, ob es Last-Pack-Matches gibt. Nix. Hallo? Warum? Was habe ich denn jetzt getan? Jetzt ist noch Gleichstand. Vivien. Sir Apfel. Moira. Gordschwamp. Ach komm, Kadabra, komm. Sehr gut. Sehr gut, dann ist okay. Dann kann ich es auf mir sitzen lassen. Ach so. Dann haben wir beide gleich viel. Du hast den besseren Hit, weil das hier ist, glaube ich, das Stärkste. Ja, das ist die SR halt. Ja. Das ist okay. Dann schauen wir halt. Ja, das war noch ganz nice. Aber ja gut, du hast halt Fuller Trainer und dann halt 3X. Gut, danke, dass du das Video mit mir gemacht hast. Wenn ihr Fragen habt, interessiert euch was über den Chris oder was auch immer oder wollt ihr wieder mehr Pokémon sehen, dann bitte einmal in die Kommentare rein, schreibt was, wie fandet ihr es, was sagt ihr zum aktuellen Set und hat euch Kamisin Popo abgeholt? Mich nehme ich noch nicht. Also, macht's gut, wir sind weg. Und ciao.